Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Dieses Mal haben wir ein Update zu meiner Sansevieria Fernwood. Das ist dieses schöne Exemplar. Das war ja damals eine Pflanze und die haben ja oder hat die hat ganz viele Ableger bekommen und ich habe schon vor über 11 Monaten dieses gute Stück zum Testen in Hydrokultur eingeführt und das hat halt dieses riesige Wurzelsystem gebildet. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, jetzt mache ich die andere auch. Das war dann vor 11 Monaten. Da haben wir die andere, die etwas größere, in Hydrokultur eingeführt. Da ist auch die Mutterpflanze bei. Das waren also wirklich alles nur Ableger, die kleinen. Und jetzt guckt euch an, was passiert ist. Sie blüht. Und zwar mit so einer richtig krassen Blüte. Das waren erst nur so, ja, zur Knospen. Ich war mir gar nicht sicher, ob die sich öffnen oder ob die einfach so bleiben. Da sind auch überall so kleine Tröpfchen dran. Und man sagt ja bei Pflanzen, wenn an den Blättern Tröpfchen sind, zum Beispiel auch bei Orchideen, dass die Pflanze sich besonders wohl fühlt. Sie hat also nicht nur diesen super krassen Blütentrieb, sondern sie bildet auch hier unten wie verrückt ganz viele kleine Ableger aus. Und ich muss auch sagen, seit die Pflanze bei mir in Hydrokultur steht, sind diese Stangen geschlossen. Also ihr seht vielleicht hier unten als Beispiel sowas ja wie ein normales Blatt im Prinzip. Das war halt immer so. Aber seit sie in Erde steht, sind halt die ganzen neuen, zum Beispiel diese ist besonders schön, diese Stange, die ist komplett rund, also zylinderartig. Und so sollte es auch eigentlich aussehen. Ja, ich bin also wirklich begeistert davon. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine größere Schale finde. Ihr seht, die ist also auch schon richtig voll gewurzelt. Noch nicht so krass, also es ist noch Platz genug da, aber vielleicht so ja, 3, 4 bis 6 Monaten, muss man mal gucken, würde ich das doch nochmal umtopfen oder sie einfach teilen. Aber ich überlege, ob ich vielleicht eine große Schale finde, sodass die kleinen Ableger da auch wieder mit rein können. Aber das überlege ich mir nochmal. Habt ihr denn Sansevierien, die am Blühen sind? Habt ihr das schon mal erlebt? Also das ist jetzt, seit ich diese Pflanze habe, was ungefähr 5 Jahre ist, würde ich schätzen, kann auch 6 Jahre sein, das allererste Mal, dass sie eine Blüte ausbildet. Und die anderen Sansevierien, die ich habe, haben noch keine. Die habe ich aber auch noch gar nicht so lange in Hydrokultur stehen. Aber ja, ich bin wirklich begeistert. Leider hat die bei mir keinen besonderen Duft. Ich weiß, dass meine Schwester auch so eine hat. Und sie hatte gesagt, bei ihr hätte die Blüte so leicht nach Zimt gerochen. Aber hier ist wirklich gar nichts, was ich ein bisschen ja, schade finde, weil ein zimtartiger Duft wäre bestimmt schön, aber macht natürlich nichts. Ja, habt ihr mit Blütenduft denn Erfahrung, sofern ihr denn schon mal Blüten bei eurer Sansevieria hattet? Lasst mich das gerne wissen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das kleine Update gefallen hat. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!